Noch immer diskutiert die Große Koalition, um ein zukunftsweisendes Konjunkturpaket auf den Weg zu bringen. Das will ja auch alles wohlüberlegt sein. Und ich habe so eine Vermutung, was da am Ende der langen Überlegungen bei rauskommen wird. Abwracken! Abwracken! Genau, ist nur so eine Vermutung. Kaufprämien für Autos, Kaufanreize schaffen, das ist ja ganz wichtig. Im Gespräch waren zum Beispiel gestaffelte Kaufprämien, ein Vorschlag von CDU, CSU, sowas wie 2500 Euro für einen Verbrenner, der maximal 140 Gramm CO2 pro Kilometer ausstößt. Nur zur Erinnerung, der Durchschnitts-CO2-Wert, den eine Fahrzeugflotte haben darf, im Moment liegt bei 95 Gramm. 140 Gramm CO2, das war der Durchschnittswert von Autos vor 8 Jahren. Ja, also das scheint mir nicht so richtig durchdacht. Man könnte die Krise auch dazu nutzen, zum Beispiel nur den Kauf von Elektroautos zu fördern. Warum nicht? VW hat ja letztes Jahr eine ganze Flotte von Elektroautos angekündigt. Und wie viele sind davon schon auf dem Markt? Achtung, die Spannung steigt. Trommelwirbel. Null. Gar keins. Ja, zero. Also wenn wir Elektroautos fördern, dann fördern wir eher nicht die deutsche Autoindustrie. Ich weiß natürlich, es geht im Moment auch um Arbeitsplätze. Wir müssen Arbeitsplätze erhalten und es arbeiten ja 800.000 Menschen direkt in der deutschen Autoindustrie. Das ist eine Menge, 800.000. Es arbeiten aber zum Beispiel auch 1,2 Millionen Menschen in der Kultur- und Kreativwirtschaft. Kriegen die auch eine Kaufprämie für Bilder oder Theaterkarten oder für Musik? Sagt Florian Silbereisen, hey Staat, ich habe hier noch einen alten Song, der nichts taugt. Den muss man mir abkaufen. Gut, bei ihm heißt das nicht Abwrackprämie, da heißt das Frühlingsfest der Volksmusik. Das ist auch nicht schön, aber wenigstens CO2-neutral. Die Autoindustrie war ganz heiß auf diese Prämie. Und die waren schon vor Corona in der Krise und haben jetzt die Lager voll mit Karren, die sie einfach nicht loswerden. Hier, ein Konzern wie VW hat erst seine Kunden betrogen und will ihnen jetzt auch noch die alten Verbrenner andrehen. Das ist eine Frechheit. Gerade bei VW, muss man sagen, läuft und läuft und läuft ja so gar nichts im Moment. Und ja, wenn ich sage im Moment, dann meine ich schon seit langem. Was ist nur aus diesem Konzern geworden, frage ich mich. Mehr dazu in unseren VW-Nachrichten. VW in der Krise. Es hakt an allen Ecken und Enden. Und damit schönen guten Tag zu den VW-Nachrichten in 100 Sekunden. Das reicht nicht! Na gut, bei dem ganzen Mist, den die bauen, machen wir die VW-Nachrichten heute eben in 160 Sekunden. Wolfsburg. Durch eine Zahlung von 9 Millionen Euro ist das Verfahren gegen die VW-Bosse Herbert Diess und Hans-Dieter Pötsch eingestellt worden. Sie sollen Anleger nicht korrekt über den Dieselskandal informiert haben. Die Reaktionen auf das Urteil fallen unterschiedlich aus. Aufsichtsratsmitglied Stefan Weil ließ sich spontan ein T-Shirt mit der Aufschrift Justice for Herbert and Hans-Dieter bedrucken. Kleinanleger bedrucken ihre T-Shirts hingegen mit dem Spruch Am Arsch die Räuber. Karlsruhe. Ein Urteil des Bundesgerichtshofs, in dem VW in der Dieselaffäre arglistige Täuschung vorgeworfen wird, könnte dem Konzern neue Geschäftsfelder eröffnen. So meldete unter anderem die Corleone-Familie Interesse an einem Joint Venture an. In Sachen Betrug ist die Volkswagen-Familie der absolute Branchenprimus. Dagegen ist mein Corleone-Clan höchstens die Kelly-Family. Wir werden Ihnen ein Angebot zur Zusammenarbeit machen, das Sie nicht ablehnen können. Wolfsburg. Nach Rassismusvorwürfen an einem Werbespot hat sich der VW-Konzern entschuldigt. In dem Spot wird ein schwarzer Mann von einer weißen Hand weggeschnipst. Anschließend bilden sich aufbauende Buchstaben kurz das kolonialrassistische Wort Neger. Laut VW hätten die zuständigen Manager hier aber nur Regen, Gerne und Erneck gelesen. Berlin. Die stockende Einführung des Golf 8, bei der nur jeder dritte Neuwagen ohne technische Fehler vom Band läuft, kommt ins Kino. Gegen die Wand, Golf 8, ist der teuerste Film aller Zeiten. So hat sich Regisseur Fatih Akin allein für die Rückrufaktion am Ende des Films 30.000 defekte Neuwagen herstellen lassen. Wolfsburg. Recherchen von Süddeutscher Zeitung, WDR, NDR, FCKW und DSDS haben die Ursache für die Softwareprobleme beim Elektroauto ID.3 aufgedeckt. Demnach seien die VW-Ingenieure seit Jahren nur noch auf Schummelsoftware spezialisiert. Als sie damit beauftragt wurden, legale Software einzubauen, seien sie aus allen Abgaswolken gefallen.
Um im Wettbewerb am Elektroautomarkt dennoch nicht ins Hintertreffen zu geraten, hat VW-Chef Diess nun überraschend ein neues E-Auto vorgestellt, den sogenannten V-Wessler. Na, wenn denen mal nicht beim Aufladen die Sicherungen durchgebrannt sind. Das waren die VW-Nachrichten in 160 Sekunden.